Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Keks und Spiel Minecraft, dem Let's Play vom Niederrhein, in dem wir hier langsam ein bisschen mehr Platz haben, weil wir letztes Mal schon ein bisschen aufgeräumt haben. Okay, wir wollen aber noch ein bisschen Terraforming, glaube ich, machen, oder? Das Loch muss hier weg. Das Loch kann so nicht sein. Es ist nur die Frage, ob wir einfach nur Erde holen oder ob wir die Erde hier abbauen, um das einigermaßen ebenerdig zu bekommen. Ich meine, müssen wir es ebenerdig haben? Das weiß ich noch gar nicht so genau. So, aber so ein bisschen. Ich habe ja hier eine neue Schimpe. Die hat ein bisschen mehr Haltbarkeit drauf. Nehmen wir die doch einfach mal. So, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Wir müssen ja auch nicht alles gleich ebenerdig haben. Nur mal so ein bisschen hier angleichen. Da haben wir überhaupt noch Platz. Wieso habe ich denn das Lapis Lazuli mitgenommen? Keks, was hast du denn da getan? Ja, okay, dann müssen wir auf jeden Fall noch mal ins Zauberhaus. Das müssen wir wieder wegbringen. Das können wir ja nicht wieder kurz umschleppen, oder? Wobei, ich würde, glaube ich, gerne auch mal wieder eine kleine Höhlentour machen. Hört ihr mich überhaupt noch? Das ist viel zu laut mit dem Terraforming hier, oder? Dieses hohe Gras. Ich glaube, da habe ich schon mal was zu gesagt, ne? So, pass auf. Wir machen das hier noch mal ein bisschen angleichend. Nee, das machen wir noch ein bisschen mehr hier. Die Frage ist, auf welchem Niveau wollen wir uns hier einlassen? Auf dieses Niveau oder ein niedrigeres Niveau? Kekse. Als wenn dein Let's Play ein Niveau hätte. Naja, man kann ja mal so tun, als ob. Wir fragen mal. Gucken mal. Das nehmen wir mit. Und das hier machen wir eben. Zumindest das hohe Gras. Weg damit. Das wollen wir hier nicht. Zwei, dann nochmal zwei. Dann läuft das hier langsam schräg aus. Das ist nicht so schlimm. So könnte man das machen. Gleichen wir das hier ein bisschen an. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Okay, das ist schon. Das kommt so gerade eben mit dem Baum hier aus. Naja, vielleicht kommt der Baum auch noch weg. Das weiß man ja jetzt noch nicht. So, den ganzen Rummel noch eben hier einsammeln. Wie war das mit der Nachhaltigkeit? Wir müssen ja auch wieder alles anpflanzen, ne? Ja, ob wir alles anpflanzen, das wissen wir jetzt noch nicht, aber so einiges. Hier liegen auch noch was rum. Da ist noch ein großes Gras. Weg. Die Blumen können wir auch einsammeln. Vielleicht können wir die nochmal gebrauchen. So. Jetzt ist ja natürlich die Frage, von dort aus kommt, wollen wir in die Richtung mal weiter? Das weiß ich jetzt gar nicht. Mal gucken, hier geht es ja irgendwann zur Richtung Wüste. Weil es dauert noch bis zur Wüste. Das ist ja noch hier noch ein ganzes Stück bis zur Wüste. Was machst denn du da? Hast du dich extra von der Schaffarm getrennt? Da, nee, hast du nicht. Okay, dann ist ja alles gut. So, da ist die Wüste. Hier Richtung. Oh, Achtung, vorsichtig, langsam runter. Hier geht es ja noch eigentlich weiter geradeaus. Hier ist ja noch Platz. Weißt du, Keks, was wir da alles noch hinbauen können? Junge. Ich habe ja gesagt, diese Gegend hat Potenzial. Hier sehe ich hier nichts mehr. Jetzt muss ich mal hier hoch. Ja, da hinten ist auch wieder Wüste, aber vom Sägewerk aus. Oh, guck mal, das kann man gar nicht mehr sehen. Ist eine Wüste. Hier ist auch so viel Platz. Da passt auch so viel rein. Junge, da können wir aber noch einiges hinbauen. So. Oh. Hier ist aber auch ein leichter Höhenunterschied drin. Ich meine, muss der hier weg, oder? Ja, warte mal. Können wir uns später mit beschäftigen. Jetzt nicht. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Kekse, findest du den Weg noch? Ich glaube, noch haben wir uns nicht verirrt. Noch sind wir in der Nähe des Sägewerkes. Okay, alles super. Lass uns mal eben kurz ein bisschen... Wie viel Erde haben wir denn jetzt? Ansonsten holen wir gleich noch Erde aus dem Lager. Ich weiß, man kann ja natürlich einfach jetzt nur diese Ebene auffüllen und hier unten leer lassen. Würde eventuell helfen, ist aber nicht meins. Das möchte ich nicht. So, jetzt. So, lass uns mal kurz ein bisschen reinhauen. So, und sonst so bei euch so, alles knusper. Ja, ich meine, manchmal muss das mal sein. Manchmal muss man sich auch mit solchen Sachen beschäftigen. Das ist so. Da kannst du ja machen, was du willst. Unliebsame Aufgaben gehören manchmal dazu. Terraforming ist Terraforming unliebsam. Wenn ich alleine spiele, muss ich ganz ehrlich sagen, nö. Ist manchmal total entspannt, oder? Haken ist nur, bei so einem Let's Play ist Terraforming irgendwie doof. Weil, ja, da passiert nicht viel. Du kannst dir Ende der Folge angucken, kannst dir direkt durchspulen und sagen, guck mal, hat er 3 Stacks Erde verhauen, hammer. Spektakulär ist das nicht. Das gebe ich zu. Das ist so. Aber auch das, das ist immer die Frage, soll ich doch noch mit einer Timelapse arbeiten? Ist das alles, wenn man rausschneide und sage, so,
Guck mal, palim palim, einfach vorspulen und schon ist der Erdhaufen hier fertig. Ich glaube, manchmal würde ich das schon ganz gerne tun. Ist aber nicht meine Art. Ich meine, das ist ein Oldschool-Minecraft-Let's Play hier. Da gibt es kein modernes Zeug, weißt du was. Es wird dunkel. Ich habe kein Reisebett dabei und ich habe nicht genug Erde. Das nehmen wir zum Anlass, einfach mal hier kurz durch abzukürzen. Zum, 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 zum. Abkürzen ist gut. Oh. Was ist denn da los? Du hörst die Spinne auch, oder? Definitiv. So, kümmert ihr euch vielleicht um die Spinne? Nee, macht er wieder nicht, ne? Was sind hier eigentlich schon alle im Bett, oder was? Wie viele Golems rennen eigentlich jetzt hier rum? Ich muss mal Inventur machen hier. Völkerzählung oder sowas. Okay, das ist der Endermann in dem Haus. Aber durch die Tür kann ich ihn noch angucken, oder? Warte mal, da vorne ist noch ein Fenster. Guck doch durch das Fenster. Er ist noch da. Ja, der Endermann ist noch da. Alles gut. Ich bin mal gespannt, ob der da wieder rauskommt. Aber der ist jetzt in so einer leitenden Position. Der will da nicht mehr weg, oder? So, warte mal. Folgendes. Lass uns das Holz schon mal ein bisschen hier einlagern. Und das. Ein bisschen machen wir auch noch. So und so. Die Fichte ist da hinten irgendwo. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was eingesammelt. Den Rummel, den ich jetzt nicht mehr so richtig einlagern möchte. Zum Schwumm, Schubs in die Sortierkiste. Das geht alles nach unten. Dann kann ich kurz nach oben. Er passt auf uns auf, oder? Da oben ist auch noch einer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich ein bisschen beruhigt hier mit den Endermännern, das wollte ich schon sagen. Mit den Eisengolems. Okay, was ist jetzt wieder bei euch hier los? Ihr pennt schon wieder alle, ne? Dann mach ich das auch. So, da sind wir wieder. Jungs, ha, gut geschlafen? Ja, klar, die unterhalten sich jetzt wieder über die Dinge, die sie geträumt haben. Ich will da lieber überhaupt nichts von wissen. Wer weiß, was Villager träumen. Das wollen wir vielleicht gar nicht wissen. So, stattdessen wollen wir ein bisschen Erde. Habe ich jetzt grobe Erde? Ne, keine grobe Erde, ne? Normale Erde. Nehmen wir das mit, was so reinpasst. Ich glaube, das ist okay. Guck, so, na, nehmen wir noch zwei. Was soll der Geist? Passt gerade. Ja, okay. Unser Keller wollten wir auch noch weiter ausbauen. Du bist jetzt nicht von da oben irgendwie raus, oder? Ich nur mal eben kontrollieren. Du bist ein Germer Neuling wahrscheinlich. Lass mal eben gucken. Lass mal sprechen. Was? Ja. Komm mal runter. Komm du. Ey, ey, komm du mal bei mich bei hier. Ein Germer Neuling. Okay. Das ist auch ein Gerber Neuling. Das sind die Jungs, die hier draußen leben lassen möchte. Das ist ja auch nicht schlimm. Hier muss ja auch. Kannst ja nicht ein Dorf hier bauen und dann sind alle Villager im Haus eingesperrt. Das ist doch nicht artgerecht, oder? Ich meine, ob die Zimmer da oben artgerecht sind, man weiß es nicht. Aber, so, ich finde so ein bisschen Bewegung hier im Dorf gar nicht so verkehrt. Solange das keine Creeper sind. Die sollen sich hier etwas weniger bewegen. Muss man auch nicht haben, oder? Ups, das ist gut. Das ist ja die Frage. Warte mal, wenn ich den Weg da lang baue, hier lang dran vorbei. 1, 2, 3, 4. Guck mal. Als wenn ich es geahnt hätte. Ups. Wenn ich den Weg wieder 4 Steine breit mache, brauche ich das schon mal nicht auffüllen. Bis hierhin. So, dann ist die Frage, ob wir den Weg dahin anschließen lassen oder hier rum. Da muss der Hügel aber weg. Bauen wir von der Villa hin. Villa Hügel. Die steht schon irgendwann anders. Die brauchen wir jetzt hier nicht. So. Ja, ich habe noch ein bisschen mehr. Da ist ja auch noch ein Loch, Kekser. Guck mal, wie groß das Loch da ist. Da kann noch was rein. Ups, das ist zu hoch. So hoch fahren wir gar nicht hinaus. Aber da ist es. Da 2 geht. Einmal, Mann. Mann, jetzt machen wir das entspannen hier. Kekse, du brauchst auch gar nicht dabei quatschen. Du brauchst einfach nur weiter bauen. Ist doch nochmal eine Möglichkeit, oder? Halt doch einfach mal deinen Schnabel. Dann können die Leute auch viel besser sich entspannen. Was? Das ist hier nicht zum Entspannen, oder? So nicht. So, hier. Oh. Pass auf. Das ist die Straße. Ja. So musst du das. So und so. Ja. Die Frage aller Fragen. Ja, guck mal. Also, die Straße lassen wir hier erstmal enden. Und dann müssen wir aber hier noch ein bisschen höher bauen. Ich mache hier eine Kurve. Die geht dann hier runter und dann da rein. Irgendwie so. Irgendwie müssen wir das da anschließen an das Straßennetz. Oh, warte. Wir haben noch was, ne? Wir haben noch was.
Ups, ich bin zu klein für diese Welt. Ja, so ist doch schön. Oder? Kann man das hier vorne eben fortsetzen? Und dann müsste ich das aber hier irgendwie ein bisschen auslaufen lassen. Das wäre dann schon ein bisschen zu groß. Pass auf. Hier, so in dieser Richtung. Ja, ich will da nicht runterspringen. Ja, warum denn eigentlich nicht? Komm. Ups, so. So. Und dann können wir das hier, da ein tiefer, da ein so. Warte, ich muss mal eben. Aua! Das war jetzt nicht der geschickteste Move, aber okay. Wer hat denn gesagt, dass ich hier geschickt wäre? Ich nicht. Ich war das bestimmt nicht. Okay. Wie steht das hier an? So, das reicht. Dann machen wir hier ein tiefer. So. Ja, das gucken wir, glaube ich, an, wenn wir hier das aufgefüllt haben. Oh, noch jemand Weizenkorn. Ich habe da gerade spontan eins gefunden. Ich glaube, davon haben wir noch welche, oder? Warum haben wir denn hier so ein Loch? Wer hat denn das gemacht? Ernsthaft? Ist das hier so generiert worden? Ich glaube, ja. So. Eben aufpassen, dass wir das hier nicht das Augenmaß verlieren. Ja, ich weiß, das könnten wir, wie gesagt, irgendwie automatisieren oder als Offline-Kicker. Der könnte das auch machen, oder? Aber nein, jetzt sind wir gerade dabei. Wir ziehen das jetzt hier durch. Vielleicht passiert ja gleich noch irgendwas Spannendes und ihr würdet ja das verpassen, wenn ihr jetzt wegschaltet. Deshalb, ne, bleibt einfach dran und wundert euch anschließend, wenn nichts passiert ist. Das kann auch passieren. Wer weiß das denn vorher schon? Ich meine, das ist ein Spiel, da weißt du nicht, was passiert, oder? Nicht wirklich, nicht immer. Ist auch manchmal ganz gut so. Weil wenn man das alles schon vorher wüsste, ja, dann brauchst du es ja gar nicht mehr gucken. Wo wäre dann noch die Spannung? Okay, nicht, dass mein Let's Play jetzt hier wirklich extrem spannend wäre. Außer wenn ich gerade mit extremer Unfähigkeit in den Nether gehe, dann ist es vielleicht spannend. Naja, spannend insofern, dass man sich überlegen kann, wie lange dauert es, bis der Kekser stirbt. Mal mehr, mal weniger. Ne? So, ich hoffe in Zukunft weniger. Ich meine, wenn wir den Nether meiden tun wir den auch. Dann passiert nichts. Dann brauchen wir uns auch keine Sorgen drüber machen. Ich meine, ganz ehrlich, ein paar XPs nochmal sammeln. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Apropos XPs. Wir können auch mal erst ein bisschen essen. Was hältst du denn davon, Keks? So, ein bisschen Platz haben wir jetzt. Das jetzt, sag mal, eine niedriger gleich. Oder bauen wir das noch ein bisschen weiter? Ne, das ist so. Das ist so. So nicht. Wir wollen jetzt hier nicht hoch hinaus. Das soll auch kein Riesenplateau hier werden. Das wäre manchmal schön, wenn man in Minecraft beim Terraformen, wenn man auffüllen, dann, ich klicke einfach mal da an, von da bis da einfach mit Erde mal auffüllen. Dann kann man dann später ja immer noch umgestalten. Und das gerade machen. Okay, so. So. Bis dahin. Was war der Geiz? Dann können wir hier überlegen, ob wir ein bisschen tiefer gehen. Da oben müssen wir noch auffüllen. So. Und wenn wir jetzt hier die Bäume hinsetzen für die Baumplantage. Ganz ehrlich, ich will überlegen, ob ich das nicht doch noch auffülle. Ist nur die Frage, ob ich das jetzt hier in der Aufnahme mache. Oder ob ich gleich mal den Offline-Kekser noch mal ein Stündchen dranhängen lasse. Das wäre vielleicht sinnvoller. Ich meine, ich weiß, ihr wollt live dabei sein, ne? Ihr wollt genau gucken, was hier passiert. Nee, nicht wirklich. Also manchmal muss man auch sagen, komm, mach das mal fertig. Du weißt ja ungefähr, wie es auch werden soll. Also, ich habe keine Ahnung, wie es werden soll. Also ich mache einfach hier, als wenn ich Ahnung hätte. Leute, jetzt müssen wir... ich habe die Blume vergessen. So, das müsstet ihr eigentlich wissen, dass ich keine Ahnung habe, oder? Ich tue ja immer nur so, als ob... Fee, das erklärt einiges. Nee, das war gar nicht geplant so hoch. Ich frage mich, ob wir hier ein bisschen schon eine Stufe tiefer gehen. Guck mal. So viel Erde, die ich mitgenommen habe, ist das gleich weg hier. Ruckzuck ist das passiert. Eine Folge, ganze Erdstapel weg. Ja, auch das gehört dazu. Das ist einfach, wenn du es ordentlich haben willst in Minecraft, musst du manchmal Erde klotzen. Du musst mal richtig reinklotzen hier. Okay. Wir machen an dieser Stelle trotzdem jetzt einen Cut. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. In diesem Sinne, schöne Grüße vom Niederrhein und Chips mit Yps.
Bis dann.